Moin Freunde, seid gegrüßt hier auf dem Kanal vom Team 030 Airsoft und wir starten heute einmal mit dem ersten Modell der neuen Jingong-Modelle bei Bugatti durch. Hier einmal die MP5K, PDW, kann man denke ich mal schon ganz gut sehen. Und ob das Modell was taugt für den Preis, schauen wir uns einmal an. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und Freude. So, ich würde sagen, starten wir dann mit dem Lieferumfang. Der Lieferumfang, einmal hier ganz kurz der Karton. So wird das Modell geliefert, ist in Polyurethanschaum alles sicher verpackt, sodass auch nichts kaputt gehen kann. So sieht er aus, von vorne, von der Seite, von hier, von da, von unten. Für die Leute, die es so sehr interessiert, dass ich das zeigen muss. Dann natürlich die Waffe selbst mit einem Highcap, ungefähr 100 Schuss, ja, kurzes Magazin und Highcap. Dann vorne haben wir eine Mündungsbremse oder Mündungsfeuerdämpfer vielmehr. Das ist dieser Navy Flash Hider aus Kunststoff. Den habe ich jetzt hier schon einfach einmal abgemacht. Ein Reinigungsstab ist nie verkehrt, kann man immer gebrauchen. Einmal ein Päckchen mit 200 0,2 Gramm BBs und eine Bedienungsanleitung, die ich auch in dem Fall wirklich sehr gut finde, weil sie extremst ausführlich ist. Wir haben dann hier nochmal so vier oder drei Zielscheiben mit dabei. Und dann hier diese Bedienungsanleitung. Und die ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt jetzt hier auch nochmal eine ganz kurze Übersicht zu den verschiedenen Modellen. Könnt ihr das sehen? Genau. Zu den verschiedenen Modellen, die es dann einmal gibt hier auf der Seite. Und im hinteren Bereich, wie es sich gehört, für eine vernünftige Anleitung auch noch eine Explosionszeichnung. Das war es dann einmal zum Lieferumfang. Und ich würde sagen, zu den allgemeinen Daten. Quatschen wir nun über die allgemeinen Daten der Jingong MP5K PDW, der Bugatti Mod 5K PDW oder M5K, so wie es Jingong schimpft. Ist eine SAE im Kaliber 6 mm BB mit einer angegebenen Energie von roundabout einem Joule. Hergestellt durch Jingong in China und durch Bugatti nach Deutschland importiert. Wir liegen preislich jetzt einmal bei der PDW-Version bei 209 Euro für die K, also die wirklich kurze Version ohne Klappschaft und mit dem, ja, mit dem kurzen Lauf vorne bei 199 Euro. Wir haben eine Gesamtlänge von 400 mm in diesem Zustand, also entsprechend auch mit dem Flashhider vorne drauf. Klappen wir einmal hier unseren Schaft auf, kommen wir auf 630 mm. Gewicht ohne Magazin 2270 Gramm, mit Magazin 2360 Gramm. Hauptmaterialien sind hier einmal Aluminiumguss und ABS-Kunststoff. Da gehen wir später noch einmal genauer drauf ein, würde ich sagen. Besonderheit bei der MP5K ist natürlich, dass wir hier nicht wie bei wie bei MP5-Modellen üblich eine V2-Gearbox drin haben, sondern eine V3-Gearbox. Bedingt auch durch die Bauform, zeige ich euch später aber auch noch alles. Natürlich intern wieder die üblichen Raffinessen seitens Bugatti. Wir haben einmal einen Core drin. Wir haben jetzt auch hier ein sehr gut zu erreichendes Federschnellwechselsystem drin, geupdatete Internals und natürlich auch jetzt der Mamba 30K Motor. Magazin habe ich euch bereits schon gesagt, ist ein 100 Schuss oder beziehungsweise ja doch ein 100 Schuss fassendes Highcap Magazin unten mit Rädchen zu befüllen. Wir haben auch nur eins im Lieferumfang enthalten. Also hier vielleicht schon so ein kleiner Unterschied zu den Bugatti Sportmodellen. Das soll erstmal reichen und dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns einmal den Chronotest an. Chronotest ist durch und wir kommen jetzt einmal zum Ansprechverhaltenstest und zur Akkuunterbringung. Schusstest sage ich euch jetzt, holen wir wieder nach. Wir machen es genauso wie bei den WE-GBBs und bei dem MK18-Modell. Das heißt, wir packen wieder alles so ein bisschen zusammen und dann könnt ihr halt euch wahrscheinlich drei, vier Modelle wieder gebündelt anschauen. Ist halt bei uns so, wir können nicht einfach mal nebenan in eine Halle fahren. Da hat der liebe Frank, also Reaper, einen kleinen Vorteil. Ja, ist bei uns nicht so einfach möglich. Nur zur Erklärung, wir müssten jetzt theoretisch, um an das Feld zu fahren, wo wir auch in der Woche hin könnten, ungefähr ja, 90 Kilometer fahren. Und dann ja 20 Euro Eintritt bezahlen, damit wir überhaupt Schusstests machen können.
Ist alles an sich kein Problem, aber das vielleicht immer so zum Aufwand und nebenbei mit Arbeit. Und ja, da sagt einem die Frau dann auch irgendwann in der Woche, du willst jetzt für, weiß ich nicht, 4, 5 Stunden auf den Schießplatz fahren nachmittags. Danke und auf Wiedersehen. Nee, das nur noch einmal dazu. Juti, dann gucken wir uns einmal die Akkuunterbringung an. Geht ganz einfach vonstatten. Ich habe jetzt hier den perfekt oder optimal passendsten Lipo hier, im Gegensatz zu Frank. Nein, Spaß. Der AMAX mit 1300 mAh. Der ist eigentlich für AKs ausgelegt, also ist so ein AK-Stick-Type-Lipo und der passt wunderbar einmal oben rein. Mit der Kabellage, ja, zeige ich euch nochmal ganz kurz, da ist es natürlich ein bisschen blöd, weil die, ja, vor allen Dingen die Kabel vom Core sind ein bisschen zu lang geraten. Als allererstes drücken wir hier hinten die Pins raus. Der obere geht eigentlich relativ einfach. Beim unteren kann es sein, dass ihr da ein bisschen nachhelfen müsst. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Stiftreiber genommen. So, ja, Vorführeffekt, diesmal ging es leicht. Da kann es aber bei den ersten Malen sein, dass es ein bisschen komplizierter geht, weil diese Federn, die hier drinne sind, diese Druckfedern, noch nicht so, ja, eingeschliffen sind und das Material, möchte ich mal sagen, noch nicht so gut eingelaufen sind. Und jetzt zu einem weiteren Punkt, den sage ich euch später auch nochmal. Ihr seht jetzt hier einmal diese Linsenkopfschrauben und das sind die Schrauben, die hinten einmal die Stockaufnahme vom PDW-Stock halten. Denn ihr seht, dieses Element vorne, wo der Stock jetzt komplett einmal im Body hält, im Receiver, das ist auch bei der MP5K vorhanden. Und bei der PDW wird quasi einfach hier der Stock mit dieser Aufnahme hinten dran verschraubt. Und es kann manchmal sein, dass es hier anfängt zu wackeln zwischen diesen beiden Elementen. Und dann hier hinten einfach diese zwei Linsenkopfschrauben ein bisschen festknallen. Am besten mit Schraubensicherung, dann sind sie noch ein bisschen sicherer. Gut, Stock lege ich mir mal ordentlich hier zur Seite. Und dann seht ihr hinten einmal schon den Akkuanschluss raus und das Federschnellwechselsystem natürlich. Wundert euch nicht, es hat eine kleine Bewandtnis, warum bei mir hinten einmal die Abdeckung schon ab ist. Ich habe das Core oder die Kabel ein bisschen anders verlegt, musste das Core deshalb rausziehen aus der Gearbox. Ging aber nicht so ganz leicht aus dieser Öffnung, wo die Switch-Unit sonst drin sitzt. Deshalb musste ich hier einmal diese ja, graufarbene Abdeckung abkneifen, die da sonst dran ist. Ist jetzt aber nur eine Randinfo. Ja, und dann schieben wir einfach oben ganz unkompliziert den Lipo einmal rein und wir können das auch bis relativ weit vorne machen. Seht ihr dann auch hier schon an der Stelle, der Lipo geht dann halt bis hier vorne. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, warum diese Modelle oder die MP5K-Modelle, warum die dieses Hop-Up nicht über das Fenster haben. Weil wenn euch jetzt mal vorstellt, ihr müsstet hier, um das Hop-Up einzustellen, den Ladehebel nach hinten drücken, dann passiert nämlich genau das. Geht nicht weiter, weil der Lipo im Weg ist. Weil die Akkuunterbringung kann hier nicht anders stattfinden, außer bei den Modellen, die mit einem M4-Stock hinten kommen. Das ist aber dann eine Sonderstellung. Also das vielleicht nur noch einmal dazu zur Erklärung, warum das hier alles ein bisschen anders funktioniert. Ja, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier relativ viel Kabellage. Die Kabel vom Akku sind noch nicht mal das Problem, aber hinten hier vom Core. Und da könnte man das jetzt hier reinschieben. Das hat der Frank auch zum Beispiel gemacht. Das geht bei mir aber nicht, weil ich die Kabel jetzt anders verlegt habe. Ich überlege mir noch, ob ich eventuell hier die Kabel abknipse. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, die wieder ranzulöten, aber sei es drum, ich gehe das Risiko einfach ein. Ansonsten am besten erstmal anschließen. Das wäre der erste Punkt. Und dann würde ich halt vorschlagen, dass man das Ganze hier versucht, irgendwie reinzupopeln. Aber es ist nicht die Optimallösung hier. Also da hätte ich mir halt auch gewünscht, dass man die Kabel wenigstens bei den K-Modellen jetzt ein bisschen angepasst hätte. Ja, so, genug gesabbelt jetzt mal. Kommen wir also zum Ansprechverhalten und Klangtest. Ja, ich würde vorschlagen, Mikro nehme ich einmal ab, dann gucken wir uns einmal das Ansprechverhalten an und quatschen dann einmal über den Ja, Klang. jetzt entschuldigt bitte, ich habe mir eben die Aufnahme angeguckt vom Ansprechverhaltenstest und leider hat das Mikro auch dort absolut übersteuert. Das heißt, ich mache das jetzt einmal über das Kameramikrofon. Dementsprechend wundert euch jetzt nicht, dass die Einstellung hier eine andere ist. So, angeschlossen ist der 11,1 Volt Lipo AMAX mit 1300 mAh voll geladen und wir gucken uns jetzt einfach einmal das Ansprechverhalten an und dann switchen wir gleich jetzt wieder in die Totalaufnahme von mir. Juti, dann quatschen wir jetzt einmal über das Ansprechverhalten und über das Klangbild. Ansprechverhalten, da kann man, denke ich mal, relativ wenig gegen aussetzen. Core-typisch, recht schnell, 11,1er Lipo ran, voll geladen, bam. Also da gibt es gar keine Kritik, passt soweit alles. Wie soll es auch anders sein beim Core? Dann zum Klangbild. Ich finde es grauselig.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich grauslich bei der K. Zum einen ist es, ja, ich finde, es sind keine kreischenden Gears, aber ich glaube einfach, dass die Zähne vom Pinion Gear nicht mit dem Bevel Gear zusammenpassen. Dass es deshalb zum Kreischen kommt, weil egal wie sehr ich den Motor einstelle, es wird einfach nicht besser. Das zum ersten Punkt, ich glaube, Pinion Gear zum Bevel Gear passt nicht hundertprozentig überein. Das Shimming, da gibt es auch ein bisschen Spiel. Aber das ist jetzt nicht so viel, dass ich sagen würde, das kann daran liegen. Und zum zweiten Punkt, und das habe ich eigentlich jetzt relativ gut wahrnehmen können, ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmen könnt, und zwar dieser Klang, der ist sehr, sehr metallern, als wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, als wenn ihr zwei Topfdeckel nehmt und die zusammenschlagt, und das hat Frank auch gesagt, dieses Sorbopad vorne, was auf dem Zylinderhead drauf ist, das ist minimalst dünn, das ist eigentlich nur eine ganz dünne Lage Gummi. Und ich gehe davon aus, genauso wie der Frank, dass dieses Klangbild zum einen auch deshalb beeinträchtigt wird, weil der Aluminium-Pistonhead auf den Aluminium-Zylinderhead aufschlägt, und zwar auf das blanke Metall. Und ich finde einfach, das merkt man über das gesamte Gehäuse, dass das irgendwie, dass sich das nicht normal anhört. Also finde ich jetzt nicht ganz optimal. Deshalb auch später, wenn ihr jetzt mal irgendwas dran macht, gegebenenfalls auch nochmal einen anderen Zylinderhead reinhauen mit einem dickeren Sorbopad. Aber so generell das Klangbild finde ich jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Also sowohl vom Motor zum Pinion Gear, so meine Einschätzung, als auch halt von dem Pistonhead zum Zylinderhead, dass es dort eben zu einer unschönen Gesangskulisse, zu einer unschönen Geräuschkulisse kommt. Ja, dann verlieren wir noch mal ein paar Worte zur Magazinkompatibilität, und da habe ich insgesamt fünf Magazine hier, inklusive dem beigefügten Magazin. 100 Schuss High Cap lässt sich wunderbar einlegen, rastet sauber ein und lässt sich auch einwandfrei wieder entnehmen. Also das ist wirklich sehr, sehr leichtläufig. Und ja, passt soweit. Also muss man natürlich mögen, die kurzen Magazine. Ich finde es jetzt optisch gar nicht so verkehrt. Aber ja gut, High Cap, ob ich das jetzt unbedingt brauche. Es gibt die Dinger nämlich auch als Low Cap mit 60 Schuss als kurze Version. Dann habe ich noch hier einmal, das ist ein Battle Axe, beziehungsweise nee, das ist ein Cima. Genau, das ist ein Cima. Langes Magazin, und das passt auch rein. Da müsst ihr halt nur ein bisschen nochmal gegendrücken und dann passt das auch soweit. Aber das halt hier absolut null Spiel. Also das wackelt überhaupt nicht. Weder vor, zurück noch seitlich. Und dementsprechend kann man das doch ganz gut verwenden. Ja, dann haben wir hier einmal auch von Cima so ein Straight Magazin, also dieses gerade Magazin. Das passt auch ohne Probleme rein und könnt ihr dann an der Stelle auch verwenden. Das ist übrigens ein 110 Schuss mit Cap, und das Cima davor müsste 120 Schuss mit Cap gewesen sein. Also auch das gerade Magazin passt hier ebenfalls. Ja, und dann natürlich auch die modernen Cima CM041L Serie Magazine, also diese MP5 P-MAX, passt natürlich auch ohne Probleme. Und wenn man sich das mal so anguckt, ja, sieht doch schon recht geil aus, möchte ich sagen. Ihr habt jetzt hier zwar so einen kleinen Versatz drin oben, also zwischen der Kante vom Magazin und der Kante vom Magazinschacht, fällt aber so gut wie überhaupt nicht auf. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt so sehen. Aber wenn man das doch mal so in die Kamera hält, das Modell, das wirkt doch schon sehr, sehr sexy, oder? Ich finde schon. Ja, und dann das eben angesprochene Cima Low Cap, kurzes Magazin, 60 Schuss, passt auch, allerdings im hinteren Bereich ist es sehr, sehr straff. Also, wenn ihr das jetzt einlegt, ihr seht schon, ihr habt hier wirklich einen Schleifen in dem Bereich, und da müsst ihr schon dann ein bisschen mit Nachdruck hinter drücken, aber auch das würde passen und feedet halt auch. Aber hier seht ihr, wenn ihr das jetzt lösen wollt, müsst ihr halt ein bisschen ziehen. Okay, das dann einmal zur Magazinkompatibilität. Nun gut, quasseln wir jetzt einmal über den Ersteindruck. Was ist mir aufgefallen, als ich das Modell aus dem Karton genommen habe? Zuallererst einmal war ich im Vergleich zur MP5 RAS etwas überzeugter von dem Modell. Ich finde, die Verarbeitung ist ein bisschen besser gelungen, vor allen Dingen was einmal die Spaltmaße angeht. Das ist aber auch bedingt dadurch, dass die Bauform hier eine etwas andere ist, was den Upper Receiver angeht. Aber so im direkten Vergleich fand ich sie schon mal besser als die andere Jingong. Muss dazu sagen, ich war mit Begadi in Kontakt, und diese beiden MP5-Modelle entstammen zwei unterschiedlichen Modelllinien, auch von der Qualität her. Also die RAS ist ja, Modelllinie A, und die beiden PDWs sind Modelllinie B. Das seht ihr auch ganz gut an der Kartonage. Also die ist auch vollkommen anders an der Stelle, von außen zumindest designt. Aber daran erkennt man das meist ganz gut. Ja, in die Hand genommen, befummelt, was fällt auf? Zunächst natürlich einmal sehr kompakt. Wir kommen ja auf maximal 630 mm im ausgeklappten Zustand. Und von der Ausgewogenheit her ist sie auch,
von der Ausgewogenheit her. Vom Handling her ist ja auch recht ausgewogen. Das heißt, sie ist, ich sag mal, sehr mittellastig. Das heißt, das meiste Gewicht ist in dem Bereich. Klar, da ist auch die Gearbox. Fässt sich auch ganz angenehm an. Wir haben hier relativ glatten Kunststoff, ABS-Kunststoff natürlich. Das heißt natürlich, leider ABS-Kunststoff. Der fühlt sich aber jetzt nicht so billig an, aber ist halt klassisch Jin Gong, so ein bisschen glatt von der Oberflächenstruktur her. Der Vordergriff, der sitzt bombenfest hier dran, er hat nach links und rechts gar kein Spiel, vor und zurück. Wenn man hier wirklich mit Gewalt rangeht oder mit Kraft rangeht, kann er sich ein bisschen bewegen, aber das passt soweit und macht vom Material ja einen etwas hochwertigeren Eindruck, wie ich finde. Ist auch ABS-Kunststoff, aber der ist ein bisschen dicker gestaltet. Der Stock selbst lässt sich wunderbar einmal einklappen, ausklappen und was halt auch wichtig ist in der Position hier, wenn es eingeklappt ist, der klappt auch nicht einfach aus, also rastet auch an der Stelle sauber ein. Der ist auch aus ABS gefertigt und ja, das hört man auch, denke ich mal, ganz gut. Er ist relativ, ja, schepprig, dadurch, dass er hohl ist, also es ist kein Vollmaterial. Ist jetzt aber auch nur eine kleine Sache, aber an der Stelle hätte ich es auch nicht verkehrt gefunden, hätte man hier Nylon-Kunststoff genommen. Ja, ansonsten natürlich hier auch wieder MP5 typisch, beidseitige Bedienbarkeit, läuft hier auch recht flüssig, muss ich sagen. Also wir können hier sauber einstellen zwischen den verschiedenen Positionen. Das passt soweit auch alles und auch die Piktogramme sind mit dem Strich auf dem Feuerwehrhebel selbst identisch. Das heißt, da gibt es auch keinen Versatz. Ladehebel hat hier keine Funktion, das heißt, wir können ihn hier einmal zurückziehen natürlich, wie es sich für eine MP5 gehört. Da wird sich dann aber nichts auf der gegenüberliegenden Seite öffnen. Könnt ihr hier auch ganz gut sehen. Ich halte es euch nochmal ein bisschen dran. Also da passiert dann an der Stelle nichts. Das Hop-Up wird von vorne einmal eingestellt über Abnahme des Frontgriffes. Lassen wir es wieder nach vorne schnalzen. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein für den Ersteindruck. Dann müssen wir mal ganz kurz darüber quatschen. Das wird auch bei der MP5 Rust, die auch noch bei uns im Video kommt, wird das auch nochmal der Fall sein. Moment, ich packe sie mal so zur Seite. Und zwar ist das dieser Navy Flash Hider. Ich finde den absolut hässlich. Ich montiere den bei allen MP5 Modellen, die ich habe, ab, weil ich den einfach viel zu klobig finde. Hier aber der Fall, der ist aus ABS Kunststoff gefertigt und hat relativ viel Spiel vorne drauf. Also nicht wie bei der SEMA zum Beispiel hier einmal aus Alu-Druckguss, sondern hier aus billigem, günstigen ABS-Kunststoff. Mir ist es persönlich egal, ich mache ihn ab. Soll jetzt vielleicht schon mal so ein kleiner Punkt ja, sein, später auf das Fazit, was Preis-Leistung vielleicht auch angeht. Aber den könnt ihr ganz einfach abmachen und habt ihr hier vorne unter dieser Gewindehülse ein 14 mm Negativgewinde. Ja, das ist gar kein Problem. Ja, das dann so zum Ersteindruck. Dann magazintechnisch ein Magazin jetzt nur noch mit dabei, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade. Hier auch so ein bisschen im Vergleich zu den Bugatti Sportmodellen, ein bisschen downgegradet, möchte ich jetzt mal sagen. Hätte ich auch cool gefunden, wenn man hier zwei Magazine beigelegt hätte. Wäre mir auch egal gewesen, wenn es ein Highcap gewesen wäre. Aber ich hätte es ehrlicherweise ganz schön gefunden, wenn man hier noch ein zweites Magazin mit dazu gepackt hätte, weil man ist das eigentlich mittlerweile so bei diesen, es ist kein Bugatti Sportmodell, aber bei diesen, ich sag mal, Bugatti-Importen im Preissegment unter 300 Euro einfach gewöhnt, dass dort zwei Magazine mit dabei sind. Alles klar, dann kommen wir jetzt zu Materialien und zur Verarbeitung. Nun zu den verwendeten Materialien sowie Verarbeitungsqualität. Fangen wir einmal von am Mündungsfeuerdämpfer an. Der Mündungsfeuerdämpfer, den wir abnehmen können, ist einmal hier dieser Navy Flash Hider, so wird er immer genannt. Und der besteht vollkommen aus ABS-Kunststoff. Ist sehr schepprig, wackelt vorne einmal auf der Arretierung hier drauf und würde ich an eurer Stelle auch abnehmen, wenn ihr jetzt nicht sagt, okay, ich möchte das Ding unbedingt draufhalten. Wenn wir den dann einmal abnehmen, finden wir hierunter einmal unsere eigentliche Mündungsbremse bzw. unseren Mündungsfeuerdämpfer vor mit dieser Schnellarretierung und einer Gewindehülse vorne. Schraube ich die Gewindehülse einmal ab, dann werdet ihr feststellen, auch hier kann ich möglicherweise entsprechende Tracer, Silencer oder auch andere Mündungsfeuerdämpfer anbringen. Das ist gar kein Problem. Ihr seht aber auch hier schon, dass die Gewindehülse relativ hakelig einmal drauf läuft. Da ist das Gewinde wahrscheinlich ein bisschen größer im Vergleich zu dem Gewinde auf dem Mündungsfeuerdämpfer selbst. Dann haben wir vorne einmal den gesamten Kornträger. Der ist aus Zinkdruckguss gefertigt. Das Korn ist an der Stelle nicht einstellbar, auch ein Unterschied zu den MP5-Modellen von CIMA. Und der sitzt vorne einfach bombenfest dran. Also da gibt es kein Wackeln oder so, gar nicht. Der ist saufest hier vorne arretiert mit der dicken Madenschraube und dementsprechend sitzt er hier sehr, sehr fest.
Dann kommen wir einmal schon zum Frontgriff. Der Frontgriff ist aus ABS-Kunststoff hergestellt, wackelfrei, nur mit sehr viel Gewalt. Wenn ich jetzt hier einmal wirklich versuche, das zu bewegen, seht ihr, habe ich hier so ein ganz bisschen Spiel drin, aber das ist wirklich minimal. Nach links und rechts wackelt er hier überhaupt nicht. Wirkt ein bisschen schepprig, dadurch, dass wir auch hier wieder ABS-Kunststoff haben, würde ich jetzt an der Stelle aber nicht großartig kritisieren. Wäre natürlich vom Feeling her echt schön gewesen, hätte man ja auch Nylon-Kunststoff oder Polyamid-Kunststoff gewählt. Ladehebel habe ich euch auch schon gesagt. Der hat hier nur die Funktion, dass wir ihn nach hinten ziehen können und einmal einrasten können. Und ihr seht auch hier, der läuft halt so ein bisschen hakelig. Das liegt an der Hülse, die hier drin läuft. Die schlägt manchmal an diese Kanten innen drin an. Kann man eventuell auch noch mal ein bisschen fetten, damit er sich vielleicht nicht so einfach verhakt. Wir sehen hier auch schon so eine Feder innen drin. Das ist eine Zugfeder und keine Druckfeder. Dementsprechend muss man hier auch nicht unbedingt Fett aufbringen. Ich würde es lassen, weil im Regelfall habt ihr den Ladehebel ja nach vorne gelegt und dann kann ihr auch nicht scheppern oder klappern. Also lasst es am besten so. Hop-Up-Einstellung ist auch ganz einfach. Wir drücken einfach den Pin vom Frontgriff raus, ziehen den einfach nach vorne ab. So, das kann manchmal ein bisschen hakelig gehen. So, und dann seht ihr hier schon einmal unseren Schieber und in dem Zustand wäre das Hop-Up komplett rausgedreht. Und wenn ich den Schieber jetzt reinschiebe, dann stelle ich mehr Hop ein. Also eine ganz einfache Sache, die ich hier über diesen Schieber machen kann. Der läuft auch nicht leichtgängig oder so, der ist schön straff, sitzt fest an der Hop-Up-Unit außen dran. Und dementsprechend würde ich mir jetzt auch keine großartigen Gedanken machen, dass ich hier irgendwas verstellen kann, weil die Möglichkeit ist ja dadurch schon ein bisschen begrenzt, dass dieser Hebel durch den Frontgriff abgedeckt ist und entsprechend dort nichts Großartiges passieren kann. Dann gucken wir uns jetzt einmal den Receiver an. Der Receiver besteht komplett aus Aluminium und ist in insgesamt drei Elemente aufgeteilt. Das heißt, wir haben einmal hier die linke Seite, also eine linke Hälfte, dann auf der anderen Seite eine rechte Hälfte und diese gesamte Top Rail einmal wird oben drauf geschoben. Das heißt insgesamt drei Elemente, die aus Aluminium hergestellt sind. Die sitzen aber absolut wackelfrei aufeinander, gar kein Spiel, auch zwischen Griffstück und dem oberen Gehäuse gibt es hier kein Spiel. Das sitzt alles bombenfest und wackelfrei und auch von der Verarbeitungsqualität her würde ich sagen, passt das soweit. Die Lackierung ist recht gut gelungen, also hier gibt es keine unschönen Sprenkel oder so oder wie wir es auch von der Classic Army G3 damals kannten, dass hier irgendwie die Lackierung abgeht. Überhaupt nicht der Fall. Die Lackierung ist sauber aufgebracht und wirkt von der Farbgebung her auch sehr, sehr stimmig an der Stelle. Was natürlich hier auch wieder möglich ist, ihr könnt sehen, wir haben hier entsprechend einmal diese Arretierungspunkte, also jetzt hier im vorderen Bereich und hier. Das heißt, wir können auch hier wieder entsprechend, wenn wir es dann möchten, eine Montage für sämtliche Optiken anbringen. Standardmäßig wird hier einmal über Kimme Korn visiert, wobei wir gleich bei der Kimme wären. Das ist natürlich hier auch wieder wie bei HK typisch diese Diopterkimme. Ich drehe euch das mal so, dass ihr das seht. Hier wieder diese Trommel bzw. Diopterkimme in insgesamt vier verschiedenen Positionen einstellbar. Die läuft anfänglich ein bisschen straff. Man kann aber ganz einfach, indem man sie abmontiert und von unten dann einmal eine Schraube löst, kann man sie ein bisschen leichtläufiger machen. Aber das geht soweit in Ordnung. Und ich sag mal, in den Bereichen, in denen man mit der Waffe wahrscheinlich spielen wird, auf 30, 40, 45 Meter, ist es vollkommen ausreichend an der Stelle. Ja, dann kommen wir einmal schon unten zum Griffstück bzw. zum Mag Release. Der Mag Release, hier finden wir ihn einmal vor. Der ist aus, ja, wahrscheinlich aus Zinkdruck, würde ich sagen. Dementsprechend würde ich auch hier aufpassen und den nicht zu stark drücken, weil da kann es auch schon mal passieren, Zink wird, ja, auf absehbar, was heißt auf absehbare Zeit, aber wird halt schneller mal ein bisschen porös wie Aluminium und deshalb würde ich hier einfach nicht zu doll gegendrücken. Der läuft aber recht flüssig und die Magazine, ich kann es euch auch noch mal ganz kurz zeigen, die Magazine rasten hier auch sauber ein, also gar kein Problem und lassen sich auch ohne Probleme wieder lösen. Ja, das dann eben einmal dazu. Dann kommen wir hier zum Griffstück unten. Das Griffstück selbst ist aus ABS-Kunststoff hergestellt, relativ glatte Oberfläche. Und ja, ist somit Jingong typisch. Also das kenne ich schon von den ganzen G36 Modellen. Die waren eigentlich identisch auch gefertigt an der Stelle. Man sieht hier eine Spritzgussnaht und zwar einmal im unteren Bereich könnt ihr die ganz gut wahrnehmen. Am Trigger Guard, ah, ich versuche es euch zu zeigen. Ups. Und einmal hier auch am Griffstück selbst. Und hinten, jetzt muss ich euch das mal drehen. Hinten seht ihr das auch. Ja, ist blöd jetzt zu zeigen. Ist immer blöd hier mit der Kameraeinstellung. Up, so, genau, so.
Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier sieht man eine ganz gute Spritzgussnaht. Die ist jetzt aber nicht weiter dramatisch, die tut auch nicht weh, also dementsprechend kann man das auch erstmal so lassen. Dann einmal zum Feuerwehrhebel. Der Feuerwehrhebel natürlich auch hier MP5 typisch. Wir haben hier die neue Piktogrammik, also kein SE und F, sondern eben diese Logos drauf. Und der Feuerwehrhebel rastet einmal sauber in den entsprechenden Positionen ein und läuft halt auch bündig einmal mit diesem weißen Strich zu den entsprechenden Feuerwehr bzw. zu den entsprechenden Piktogrammen. Also auch hier recht vernünftig gestaltet. Es liegt auch ein bisschen daran, wie es intern aufgebaut ist im Vergleich zu anderen MP5-Modellen. Das zeige ich euch später natürlich auch noch einmal. Beidseitige Bedienbarkeit, das heißt auch hier für Linksschützen ausgelegt. Zum Abzug. Wir haben hier einen, ja, Standard MP5 anmutenden Abzug. Ist nicht ganz der Fall. Optisch ja, aber von der Form her deutlich anders. Und natürlich hier bedingt dadurch, dass wir eine V3-Gearbox drin haben mit dem Chor, haben wir jetzt hier keinen Druckpunkt spürbar. Das heißt, ich sag mal so, der Abzugsweg, der ist hier ungefähr bei 6, 7 Millimetern. Und hier in dem Bereich kommt dann einmal der Druckpunkt bzw. die Betätigung der, ja, der Mikroflosse, so könnte man das eigentlich sagen, weil es ist ja bei der V3 beim Chor eher eine Flosse als einen Knopf oder Taster. Und dann hier in dem Bereich schlägt die Waffe dann einmal ab. Ist halt ein bisschen undefiniert, aber das ist typisch V3, weil wir hier nicht diesen klassischen Druckpunkt haben wie bei der V2, wie bei dem Chor mit V2. Okay, gut, dann gehen wir einmal weiter hinten zum Stock, Dann würde kommen ich wir jetzt sagen. einmal zum Stock bzw. zur Stockaufnahme und hier möchte ich den kleinen Punkt ansprechen, der recht wichtig ist, warum der Upper Receiver aus Metall gefertigt sein sollte. Er könnte natürlich auch aus hochwertigem Polymer gefertigt sein, aber meist wäre es dann so, dass es billiger ABS-Kunststoff ist. Und da liegt das Problem. Und zwar, ihr seht einmal hinten hier, ich hole es euch mal ein bisschen näher ran, dass diese Pins oder diese Durchlässe für die Pins, dass die relativ weit hinten einmal sind, also in der Richtung. Und wenn ihr jetzt nur Kunststoff habt, kann es gerne mal passieren, dass dadurch, dass wir hier kaum Material noch hinten haben, ihr seht es hier ja auch, also da ist wirklich, das ist jetzt mal blöd zu zeigen hier, so. Da seht ihr, dass halt kaum noch Material im hinteren Bereich hier vorhanden ist. Und da kann es gerne mal passieren, dass bei einer blöden Bewegung, dass ihr den Stock abreißt aus dieser Verankerung. Also dass quasi hinten einmal der Kunststoff rausbricht. Und das kann ja halt nicht so einfach passieren, weil wir hier, ja, wir haben ja auch nur Aluminium, aber es ist deutlich stabiler als jetzt bei einer ABS-Kunststoffversion. Ja, die gesamte Arretierung hinten, einmal aus Zinkdruckguss, relativ schwer. Zinkdruckguss erkennt man auch ganz gut daran, an der Struktur so ein bisschen, also oberhalb, werdet ihr jetzt wahrscheinlich schlecht wahrnehmen können. Aber das ist wieder so, ja, gesprenkelt, möchte ich mal sagen, und relativ grob. Auch hier wird es Druckguss sein, weil es halt nicht CNC nachbearbeitet ist. Das sieht man hier im oberen Bereich auch ganz gut. Also das ist alles mit so, ich sag mal, unsauberen Kanten hier versehen. Ist aber egal an der Stelle, weil es soll ja nur den Stock am Body einmal halten. Und es tut's auch, also die Halterung sitzt hier hinten einmal sehr gut dran. Ich gebe euch aber den Tipp, wenn der Stock einmal, beziehungsweise wenn es mal dazu kommen sollte, dass hier ein Wackeln auftritt, dann stoßt einfach diese Pins raus, wie ich euch vorhin bei der Akkuunterbringung gezeigt habe, und dann schraubt von innen die Linsenkopfschrauben, mit der hinten diese Platte befestigt ist, einmal nochmal kräftig ran. Weil ihr seht ja sicherlich auch schon hier, man könnte theoretisch jetzt hier auch eine K draus machen aus der Version, weil der PDW-Stock ist einmal hier der Stock selbst und dann einmal hier diese vordere Aufnahme. Diese hintere Platte ist die ganz normale Platte, die auch bei der K dran ist. Also da gibt es dann keine Unterschiede an der Stelle. Ja, der Stock selbst habe ich euch vorhin schon gesagt, der rastet sauber ein, habe ich euch auch ganz gut demonstriert, denke ich mal, dass der auch im eingeklappten Zustand nicht einfach aufklappt. Im hinteren Bereich hat er allerdings Spiel. Ja, also guckt euch das hier an. Das heißt, es wäre optional möglich, hier im hinteren Bereich zum Beispiel an der Stelle dann hier, ja, Moment, hier an der Stelle ein bisschen Schaumstoff oder sowas aufzubringen oder einen kleinen Gummipuffer, sodass, wenn ich den Stock hier halt einklappe, dass der nicht mehr wackelt, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also das passt auch so ganz gut. Dann haben wir hier natürlich einmal noch diese Slingaufnahme. Ups, die Slingaufnahme ist hier einfach nur auf der vom Schützen aus gesehen linken Seite zu finden, aus Stahl gefertigt und hält hier auch sehr gut fest. Also hier könnt ihr ohne Probleme einmal einen Sling anbringen. Und dann im hinteren Bereich eigentlich so der richtige, ja der wichtige Teil, und zwar der Stock. Der ist selbst nur aus ABS-Kunststoff gefertigt und ja, wirkt sehr, sehr schäbrig, weil er eben hohl ist und kein Vollmaterial.
Hier hätte ich mir eventuell auch gewünscht, dass man vielleicht Nylon nimmt. Wäre sicherlich ganz gut gewesen. Der wird jetzt nicht kaputt gehen an der Stelle, aber so vom Feeling her halt, ne? Der ist halt, hört sich halt an wie ein hohler Knochen. Ist okay, aber gerade auch, weil wir jetzt wissen, es gibt eine Augmented-Nylon, hätte ich mir das an der Stelle vielleicht auch gewünscht. Gut, das soll es ja einmal zur MP5 gewesen sein und gucken wir uns nochmal ganz kurz das Magazin an. Verlieren wir nochmal ganz kurz ein Wort zum Magazin. Magazin ist ein 100er Schuss High Cap in der kurzen Ausführung, also wäre im Real Steel Bereich ein 15 Schuss Magazin. Inlay aus ABS Kunststoff und unten einmal mit einem Rädchen zum Aufziehen. Das ist okay, das funktioniert soweit, rastet sauber ein. Ich hätte allerdings es gar nicht mal so schlecht gefunden, wenn man noch ein zweites Magazin mit dazu gepackt hätte. Und sei es ein langes Highcap gewesen, das wäre mir an der Stelle egal gewesen, aber ich hätte es ehrlicherweise als ja ganz sinnig empfunden. Das Magazin ist okay, aber ist nur eins mit dem Lieferumfang enthalten. Dann quatschen wir mal ganz kurz über die Markings. Das ist recht schnell abgehandelt. Wir finden hier einmal in dieser Führungsschiene drinne den Importeur Begadi, dann einmal die Kaliberangabe, das FM5X sowie die Typenbezeichnung Mod 5M sowie eine Seriennummer, wobei ich da jetzt nicht weiß, ob die fortlaufend ist. Das war es eigentlich soweit an Markings, weil wir haben ja kein Lizenzmodell. Dann kommen wir zu den Internals. Zur Gearbox Shell zunächst einmal. Jingong V3 Gearbox Shell ist mir selbst auch schon bekannt. Ich hatte mal eine Jingong AK und da kann ich gleich auf den ersten Punkt zurückkommen. Deshalb oben auch diese Öffnung. Es gibt AKs von Jingong mit einem EBB-Mechanismus, wo der Piston bzw. der Piston hier oben einmal diese Führung mitnimmt und dann das, ja, den Ladehebel mit vor- und zurückführt. Deshalb oben die Öffnung hat jetzt hier aber keine weitere Bewandtnis. 8 mm Lager, Federschnellwechselsystem hinten hier jetzt. Zu der Lagerung, ja, 8 mm gibt eigentlich nichts Besseres. Man muss auch immer aufpassen, es gibt vielleicht Leute, die sagen 9 mm, man kann auch auf 10 mm gehen. Das geht irgendwann nicht mehr, weil guckt euch mal die andere Seite an. Hier ist irgendwann Schluss. Hier sieht man das ganz gut bei V3-Gearboxen, bei V2-Gearboxen auch. Und zwar, wenn ihr hier noch weitergeht, dann ist eben der Abstand zwischen der Öffnung hier vom eigentlichen, ja, ich sag mal, Ausschnitt für den Cut-Off-Lever, dann ist hier kein Material mehr und dann hätte das Lager keinen Halt mehr. Das vielleicht nur noch als kleine Randinfo, warum 9 mm auch schon schwierig sind, weil ihr seht, da ist kaum noch Material vorhanden. Also hier zwischen quasi, zwischen dem Ende der Lagerung, zwischen der Außenkante und hier einmal der Öffnung. Ja, was hätte ich mir gewünscht? Ich hätte mir am Bevel Gear, ganz langsam, hätte ich mir Kugellager gewünscht. Ist hier jetzt nicht weiter schlimm. Zum Shimming an sich kann ich sagen, gefällt mir es überhaupt nicht. Ihr habt es wahrgenommen, sowohl im Chronotest als auch später beim Ansprechverhalten. Das Ding kreischt enorm und da könnt ihr auch nichts mit der Motorhöheneinstellung machen. Das ist das Shimming. Wie sieht es aus? Bevel Gear würde ich nochmal eine 010er aufbringen. Da habt ihr Spiel. Am Spurgear und am Sektorgear habt ihr absolut null Spiel, auch wenn ihr nur die Gears reinpackt und die Schellhälften übereinander legt. Also da ist kein Spiel drin und das lässt darauf schließen, dass hier zu viele Shims drin sind. Man kann Jingong jetzt so ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, oder generell Hersteller von MP5-Modellen, es ist schwierig, perfekt zu shimmen bei einer MP5. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt hier zwar eine, gut, jetzt habt ihr hier eine V3, aber ihr habt hier keinen Motorkäfig, sondern ihr habt quasi hier einmal das Griffstück, dort sitzt der Motor unten einmal drin und ihr könnt ja, wenn ihr die Gearbox Shell hier reinsetzt, könnt ihr nicht genau sehen, wie einmal das Pinion Gear vom Motor jetzt zum Bevel Gear steht. Und das ist ja das Nonplusultra, worauf es ankommt beim Shimming. Wenn das perfekt geschimmt ist, Pinion Gear zum Bevel Gear, dann könnt ihr Spurgear und Sektorgear entsprechend zum Bevel Gear shimmen. Aber wenn das halt nicht ordentlich gemacht wird, dann habt ihr dieses Klangbild. Und ich würde da wirklich Shims runternehmen, weil es hörte sich für mich so an, als wäre es zu straff geschimmt, das an der Stelle. Klappen wir die Shell einmal auf. Nut- und Federsystem können wir hier dann einmal erkennen. Also hier haben wir einmal die Nut. Hier dann die entsprechende Federn dazu. Und auch im hinteren Bereich ist das Ding ultra dick verstärkt, ist aber eine Stelle, die eigentlich nicht bricht. Im vorderen Bereich haben wir ja eigentlich keine Verstärkung großartig, aber V3 Gearbox Shells sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie nicht so schnell brechen und für die Energie, die hier drin ist, allemal ausreichend. Also da brauchen wir nichts Großes. Die Shells könnten auch locker mit 1,7, 1,8 Joule betrieben werden, da mache ich mir gar keine Sorgen an der Stelle.
Ja, V3 natürlich, entsprechend auch das Core hier jetzt einmal drin. Können wir auch gleich abhandeln natürlich. Akkuüberwachung, Zykelüberwachung, Akkuabschaltung. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr viel sagen. Okay, dann kommen wir weiter zum Pisten- bzw. Zylindersystem. Dann sprechen wir einmal über den Zylinder sowie den Pisten. Hier haben wir jetzt auch geupdatete Internals drin und fangen wir jetzt erst einmal mit dem Zylinder an. Der Zylinder hat eine relativ große Bohrung, kenne ich so auch von Jingong. Und ich würde jetzt mal sagen, naja, wir haben jetzt ungefähr ein 60%, wenn nicht sogar 55% Zylinder. Also was ist das? Ein Typ D oder Typ C? Ich glaube, es müsste auch schon Typ D sein. Heißt relativ wenig Luftvolumen vorhanden, denkt man. Wir haben jetzt hier für dieses System im Verhältnis gesehen Lauf zu Zylindervolumen, Verhältnis von 2,28 zu 1. Das heißt mehr als ausreichend. Wir könnten hier theoretisch auch mit 0,40ern spielen, aber ich glaube, das wird keiner machen bei dem Modell. Wäre also möglich. Was ihr später auch noch sehen werdet, uns geht hier aber relativ viel Volumen verloren. Das heißt, die 13 Zähne am Sektorgear ziehen den Pisten ungefähr bis hier auf. Bedeutet, uns geht hier ja Luftvolumen einfach flöten. Messingzylinder, ansonsten ist der vollkommen in Ordnung. Halt vorne so ein bisschen angefasst, vorne und hinten besser gesagt. Dann haben wir einmal den CNC gefrästen Zylinderhead aus Alu mit zwei O-Ringen und einer relativ dünnen Aufprallfläche, die den AOE nicht sonderlich gut einstellt. Zeige ich euch auch noch einmal. Ja, der ist soweit in Ordnung, der dichtet sauber ab zum gesamten System und den kann man auf jeden Fall drinnen lassen. Der sitzt auch sauber in der Shell einmal drinnen. Und wenn wir uns hier jetzt einmal die Abdichtung angucken, also da lässt sich gar nichts sagen. Sofort hinter der Öffnung wird abgedichtet und es passt soweit. Nozzle ebenfalls jetzt aus Aluminium mit einer Länge von 21,75 habe ich jetzt gemessen. Seid da mal ein bisschen drauf bedacht. Jeder nimmt einen anderen Messschieber. Heißt, es gibt dort Abweichungen. Ich habe jetzt 21,75 rausbekommen mit einem O-Ring innen drin. Und vom Laufverhalten her passt es auch soweit. Also sitzt eigentlich, ja, sitzt recht straff einmal vorne auf der Führung drauf. Man nimmt so ein ganz leichtes Schleifen wahr. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. So ganz minimalst würde ich jetzt aber nicht negativ kritisieren und ist jetzt auch nicht so wie bei den E- und C-Modellen beispielsweise, wo man so ein, ich sag mal, körniges Schleifen schon fast wahrgenommen hat. Zum Pisten. Pisten haben wir jetzt hier auch einmal mit einer Vollstahlzahnreihe und 14 Zähnen, also der vorletzte Zahn fehlt hier einmal komplett. Und den würde ich auch von der Wertigkeit her, ich sag mal, ja, positiv bewerten. Der ist jetzt von der Wandstärke her nicht so dick, zum Beispiel wie der Retro-Arms-Piston oder auch wie der von E und C, reicht aber vollkommen aus. Der ist stabil und den kann man auf jeden Fall drinnen lassen. Vielleicht nochmal so als kleine Information für euch. Der wird so gegossen, weil auf den Produktbildern bei Bugatti habe ich auch erst gedacht, haben die den hinten abgeschnitten bei Jingong? Nee, der ist so gegossen. Also das ist schon so die Form und da wird nichts irgendwie unsauber abgeschnitten. Der sieht dann halt so aus. Dann haben wir einmal einen gelagerten Piston-Head mit sechs Ventilationsöffnungen, einem O-Ring dran und der läuft auch sehr gut einmal im Zylinder selbst drinne und dichtet 1A ab. Muss man an der Stelle also auch nicht tauschen. Ja, dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns jetzt die Gears an. Wobei, wir können uns auch erst die Tablet-Plate einmal angucken. Eine V3-Tablet-Plate, die etwas besonders geformt ist von der Flosse her. Vorne im Bereich ausreichend stabil, also die gibt hier so gut wie überhaupt nicht nach. Das ist wirklich sehr, sehr fest. Und hinten dafür, ja, ich sag mal, durchschnittlich flexibel. Im hinteren Bereich ist die Flosse ein bisschen gesondert geformt und das wird damit zusammenhängen. Ich kann es ja jetzt einmal hier herholen. Dass wir hier halt einmal diesen Delay-Clip drauf haben, der einfach dafür sorgt, dass die Tablet-Plate nochmal ein bisschen langsamer quasi wieder nach vorne geführt wird. Eben dadurch, dass die Tablet-Plate hier mehr Weg zurücklegt. Und jetzt, ja, ich sag mal so, man sieht hier schon recht gut, das wird damit zusammenhängen, diese Form der Tablet-Plate. Ich finde es allerdings ein bisschen problematisch, weil wir hier recht wenig Material drauf haben. Und es könnte irgendwann sein, dass. Ja, könnte, ist immer könnte, aber könnte sein, dass der untere Bereich hier irgendwann mal wegknickt. Wird hier natürlich jetzt nicht so problematisch sein mit dem Core innen drin, da wir eine Zyklenüberwachung haben, heißt, im Regelfall sollte das System einmal komplett entspannt sein. Wenn man jetzt hier allerdings eine Switch-Unit drin hätte,
Dann würde das Problem oder könnte das bestehen, wenn wir jetzt einmal einen zu schwachen Akku anschließen, dass das System auf der Hälfte stehen bleibt und dann hier dauerhaft Belastung draufkommt. Also die Tablet Plate, die ist okay. Ich finde allerdings hinten diese Flosse von der Form her ein bisschen bedenklich, sage ich es mal so. Also ich glaube, dass irgendwann auch hier bei dem System hinten mal was abbrechen wird. Ist wahrscheinlich aber gar nicht so schlimm. Das System wird dann trotzdem noch laufen. Das Problem ist dann eher das Kunststoffteil, was eventuell in der Gearbox rumfliegen könnte. Ja, Sektorgear lasse ich gleich hier. Holen wir da jetzt die anderen Gears dazu. Und zu den Gears: 13 Zähne am Sektorgear, 18 zur Einserbersetzung. Und ich glaube, dieses Gearset verbaut Jingong schon seit sie bestehen. Also, ich kenne dieses Gearset schon seit mindestens 10 Jahren. Und dieses Gearset ist genauso wie die ganzen anderen China-Gearsets gesintert, das heißt im Gussverfahren hergestellt worden und ist somit auch, ich sag mal, dauerhaft auf maximal 1,8 Joule ausgelegt. Hier reicht es aber vollkommen aus, und dementsprechend kritisiere ich hier jetzt auch nichts. Übliches Problem natürlich hier, wahrscheinlich das Spurgear, was als erstes mal nachgeben wird, aber bei der Energie mache ich mir auch hier ehrlicherweise keine Sorgen. Von der Schmierung her ist es auch in Ordnung. Man merkt hier auf jeden Fall mehr Fett als bei E und C, aber auch hier kann man gegebenenfalls noch einmal ein bisschen nachhelfen. Einmal zum Bevel Gear dann noch. Vier Einrastpositionen für den ARL ist hier jetzt, ja, was heißt nicht so wichtig, aber es ist halt jetzt bei Systemen mit einem EFCS nicht mehr so unbedingt ja, wichtig, hier 6 oder 8 Positionen zu haben. Das dann einmal zu den Gears. Ja, dann kommen wir schon zu den restlichen Internals und zwar einmal noch dem ARL. Das ist ein Standard-ARL, den muss ich jetzt nicht groß zeigen. Können wir also gleich wegpacken. Passt soweit. Und dann einmal zum Spring Guide und zur Feder. Zur Feder gehe ich mal ganz stark davon aus, das dürfte bei der Energie und bei 13 Zähnen, dürfte das eine M110 sein, könnte ich mir vorstellen, oder M100. Ich denke mal eher so M110, weil für eine M100 wäre sie mir jetzt ein bisschen zu straff an der Stelle. Die ist ja einmal linear, das heißt, die Windungen sind in einem gleichen Abstand geformt und ähneln so ein bisschen denen von SAS, also sind hier, ich sag mal, relativ ja, einfach beschichtet, beziehungsweise relativ gleich von der Farbgebung her. Und zum Spring Guide. Spring Guide komplett einmal aus Stahl, ohne Lagerung hinten dran, zwei Flügel und hinten einmal eine Aufnahme für einen 6er Inbus bzw. einen breiten Schlitzschraubendreher. Finde ich so in Ordnung. Man muss jetzt hier nicht unbedingt oder hätte jetzt hier nicht unbedingt eine mit einer Lagerung reinpacken müssen. Dementsprechend, ja, ist es okay. Stabiles Bauteil, sitzt hinten gut drinne. Was man natürlich jetzt sagen kann, okay, man hätte hier Einrastposition, vier Haltenasen nehmen können. Ja, ist immer besser, damit der nicht wegkippen kann. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Wenn einem das halt nicht genügt, wobei ich glaube, das wäre hier gar nicht möglich. Lass mich mal kurz gucken. Nee, wäre hier auch nicht möglich. Man hätte theoretisch dann sonst von hinten so eine große Schraube, zum Beispiel einen Linsenkopf, reinschrauben können, die größer ist vom Durchmesser als der Spring Guide selbst und dann den Spring Guide hinten quasi an der Shell nochmal andrückt. Wäre jetzt aber nicht möglich, weil wir innen liegend kein Gewinde haben. Dann schauen wir uns jetzt den AOE mal an und der ist nicht so ganz perfekt gelungen. Bedingt auch durch die kleine Aufpralldämpfung, die wir vorne haben. Und ich zeige es euch jetzt auch einmal. Ich kann es ja einmal hier so zeigen. So, ich hoffe, du fokussierst jetzt, du blöde Kamera. So. Und da sieht man auch ganz deutlich, dass wir hier noch ein bisschen Luft nach oben haben an der Stelle. So sieht der AOE aus und ihr erkennt sicherlich deutlich einmal, dass wir hier ja gerade mal mit dem oberen Drittel vom ersten Zahn des Sektorgears in den Pisten reingreifen. Wenn der AOE jetzt perfekt sein sollte, dann müsste der so stehen. Ja, und da haben wir jetzt schon, guckt euch mal den Pisten an, wie weit ich den jetzt reindrücken kann. Also da haben wir schon ein ganzes Stück, was hier noch, ja, Luft ist. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was man machen könnte. Ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt keinen Bugatti mehr hier, kein Zylinderhead, aber ich habe jetzt den aus meiner E und C noch hier, aus der MK18. Und wenn wir uns jetzt den einmal einbauen, der passt auch soweit ganz gut hier rein, dann werden wir feststellen, Moment, werden wir feststellen, dass der AOE mit diesem Zylinderhead schon deutlich besser aussieht. Und zwar jetzt einmal dann so. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut erkennen. Ja, so geht's. Und mit diesem Zylinderhead hättet ihr jetzt einen, ich sag mal, nahezu perfekten AOE. Soll jetzt nicht heißen, dass ihr euch alle eine E und C kaufen sollt, damit ihr genau diesen Zylinderhead bekommt. Aber ihr habt auf jeden Fall hier noch
Raum oder Luft nach oben. Und wenn man sich das jetzt einmal vergleichend vor Augen hält, diese beiden Zylinderheads, dann wird man halt auch ganz gut feststellen, welcher Unterschied hier besteht. Also hier haben wir jetzt den Standard von Jingong und das ist jetzt hier einmal der von E&C. Na, die Kamera hat heute keinen Bock zu fokussieren. Und da sieht man auch ganz deutlich, also eigentlich kann man das hier gar nicht so richtig, also ein Sorbopad ist es eigentlich gar nicht, es ist einfach nur eine kleine Aufpralldämpfung. Also da liegt halt keine AOE-Korrektur vor. Und hier haben wir halt ein Sorbopad hinten drauf mit, naja, was sind das, 4 mm gut oder teilweise sogar mehr als 4 mm Aufpralldämpfung. Und daher wird der AOE dort entsprechend auch eingestellt. Also das vielleicht nur nochmal so als ja, kleiner Tipp, wenn ihr unbedingt was machen wollt und den AOE besser einstellen wollt, dann halt ein Zylinderhead mit einem dicken Sorbo aufbringen. Genau, und im gleichen Zuge müsst ihr dann aber auch bedenken, dass ihr natürlich dann weniger Volumen zu Stande bekommt, weil ja hier wieder die Pad-Aufpralldämpfung halt ein bisschen was an Volumen wegnimmt. Bedeutet, dann werdet ihr jetzt bei den gekronten rund roundabout 1 Joule, die wir rausbekommen haben, kommt ihr dann vielleicht nur noch auf 0,9 Joule oder 0,93 Joule so in etwa. Das heißt, gegebenenfalls müsstet ihr dann hier einmal das verringerte Volumen mit einer ja, stärkeren Feder ausgleichen. Oder ihr baut euch einen anderen Zylinder rein, könnte man natürlich an der Stelle auch machen, weil ihr habt gesehen, das 13-Zahn-Gearset, das würde, beziehungsweise habt ihr es überhaupt schon gesehen, kann ich ja auch mal zeigen. Das 13-Zahn-Gearset reicht nämlich relativ weit nach hinten, bedeutet, wenn ihr das gesamte System hier zusammenbaut, so, dann werdet ihr feststellen, dass euch relativ viel Volumen einmal hinten verloren geht. Also soweit wäre er aufgezogen und ihr seht einmal, dieser Weg, das Luftvolumen geht euch verloren. Das heißt, ihr könnt hier theoretisch auch einen ganz normalen, ich sag mal, 80% Zylinder oder so einbauen. Damit würde hier immer noch entsprechend, ja, damit das würde immer noch funktionieren. Müsst ihr natürlich aber bedenken, dass ihr zu viel Luftvolumen wahrscheinlich habt. Da geht ihr wahrscheinlich auf die mindestens 3 zu 1 im Verhältnis gesehen. Und das wird natürlich eure Kugellaufbahn negativ beeinflussen, weil ihr zu viel Luft habt, die hinten noch hinter der Kugel mit rauskommt und dann die Flugbahn entsprechend ja, beeinflusst, dass die Kugel eiert. Und ja, da könnt ihr noch so ein gutes Hopper wahrscheinlich dann einbauen, dann es bringt euch auch nicht viel, wenn ihr zu viel Luftvolumen einfach Zum hinten Motor, habt. den habe ich ja jetzt ja auch schon mehrmals gezeigt. Mamba 30K von ja, Qihai, beziehungsweise hier einmal Bugatti gelabelt. Der ist für dieses Setup, ja, ist er auf jeden Fall in Ordnung. Man muss allerdings aufpassen, dadurch, dass er, ich sag mal, mehr Strom zieht als der 19K, gerne mal das Video vom lieben Reaper anschauen. Der hat das da mal sehr, sehr ausgiebig getestet mit den verschiedenen Motoren. Wäre es besser, wenn hier der 19K mit 28 TPA drin wäre, also der rote mit den rot eloxierten Elementen. Einfach aufgrund der Tatsache, wir kriegen einen relativ kleinen Lipo oben nur rein. Und wenn wir jetzt hier, ich sag mal, ich glaube, der zieht, glaube ich, 0,86 oder so Ampere. Und der andere zieht deutlich weniger. Der rote, müsst ihr mal reinschauen in das Video, wäre der rote auf jeden Fall besser gewesen. Für die Federstärke reicht der natürlich vollkommen aus. Und gegebenenfalls gibt es ja auch Leute, die hier eventuell dann ein DSG einbauen. Und da ist es vielleicht bei dem einen oder anderen dann schon gewünscht, dass der Motor ein bisschen schneller ist, weil hier haben wir ja so ein Mittelding. Also ja, weder einen richtigen High-Torque-Motor, obwohl wir Neodym-Magneten drin haben und ein entsprechendes, ja, entsprechenden Widerstand. Aber auch nicht so einen richtigen High-Speed-Motor. Also das ist eigentlich so ein kleiner Zwitter, möchte ich mal sagen. Aber für das Setup ist er okay, zieht halt ein bisschen mehr Ampere pro Schuss. Aber ich würde mal behaupten, besser als der Standard Jingong-Motor. Dementsprechend gibt es jetzt hier auch nichts auszusetzen. Der Motor ist vollkommen in Ordnung und den muss man auf jeden Fall nicht tauschen an der Quatschen Stelle. wir jetzt einmal über die Demontage der Hopper-Unit. Die geht, ich sage mal, gar nicht so schwer vonstatten, aber es ist ein bisschen komplizierter als jetzt bei den CIMA-Modellen. Und zwar, dieser Body besteht aus zwei Hälften und wir müssen jetzt diese zwei Hälften voneinander trennen, um vorne einmal an die Hopper-Unit ranzukommen. Ich dachte erst, oh mein Gott, das wird ja wieder eine schöne Angelegenheit, weil ich das noch von den Kunststoffmodellen kenne. Und beim Kunststoffmodell ist es wirklich sehr, sehr blöd, weil da sind die beiden Hälften oft zusammengeklebt, ist natürlich hier nicht der Fall. Und dann ist auch oben einmal dieses Ganze, also die Top, ich sag mal, dieser obere Gehäusebereich, der ist auch ganz seltsam angebracht, aber das geht hier recht einfach. In dem Zustand, wenn wir jetzt einmal das Griffstück entnommen haben und natürlich die Gearbox auch raus ist, müssen wir vorne nur noch einmal den Frontgriff abnehmen, Pin raus und dann einfach nach vorne abziehen.
Und was ist jetzt zu tun? Es ist ganz simpel, und zwar lösen wir einmal diese Schraube hier, diese und diese. Dazu habe ich jetzt meinen E-Mate. Ja, die meisten werden wahrscheinlich das Lied dazu kennen, was man jetzt spielen könnte. Ja, ist ein Tool von Megadi, gibt es jetzt relativ neu, und ich finde es eigentlich ganz witzig, weil es zum einen den Vorteil bietet eines elektrischen Antriebs, aber ich kann auch zum Beispiel, wenn diese Schrauben jetzt fester sitzen, kann ich auch ganz normal die anlösen, das heißt wie einen normalen Schraubendreher nutzen. Also das dreht sich dann hier nicht einfach weiter, sondern ich habe hier einen entsprechenden Widerstand drauf und kann das den ganz normal nutzen. Wird mit diesen Lithium-Ionen 80, 60, 5, nee, 80, keine Ahnung, mit diesen Lithium-Ionen-Zellen hinten betrieben, sind zwei mit dabei und funktioniert bisher echt gut, muss ich sagen. Also finde ich echt ganz witzig, dieses Tool. Gut, machen wir jetzt also einmal diese Schrauben raus. Das heißt, hier seht ihr, jetzt habe ich ein bisschen zu fest reingedreht und ich kann das Ding jetzt ganz normal drehen, wie ein Schraubendreher. Und dann, na gut, man sollte vielleicht die richtige Taste drücken. Und dann kriegen wir das hier ganz problemfrei raus. Also ihr seht, ich kann das hier drehen, ganz normal, kann auch hier ein Lämpchen anmachen. Und dann einfach hier entsprechend diese Schrauben lösen. So, mal zwei. Und von der Länge her sage ich auch gleich was dazu. Es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar die kürzeste sitzt einmal hier, die mittellange hier. Und die längste schraube ich gerade raus. So, das ist die. Ja, alle Schrauben raus. Und jetzt ziehen wir einfach den oberen Bereich hier einmal ab. Und zwar nach vorne. So. Das ist dann einmal das komplette obere Gehäuse vorne samt Kornträger. Und jetzt können wir hier auch theoretisch gleich im selben Zuge hier an unseren Fake-Ladehebel ran und könnten dann hier die Feder ein bisschen fetten, damit es ein bisschen weniger nachschwingt, beziehungsweise ein bisschen Schaumstoff reinmachen. Ja, das war's. Und dann einmal hier Gehäuse abziehen. Passt dabei auf, es ist nämlich hier vorne einmal ein Pin drin, so ein ganz kleiner Stahlpin. Und jetzt habt ihr die beiden Gehäusehälften voneinander getrennt. Und ihr seht schon, die Hauptunit ist hier nicht festgeschraubt. Die könnt ihr einfach rausnehmen. Und das war es eigentlich schon. Also gestaltet sich gar nicht so kompliziert. Klar, ein bisschen anders als bei den meisten anderen Modellen, wo wir einfach die Hauptunit rausziehen können. Aber auch hier jetzt kein Hexenwerk. Zu guter Letzt dann einmal der niedliche kleine Innenlauf und die Hop-Up-Unit. Innenlauf mit einer Länge von 130 mm, 13 cm. Und einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Die Hop-Up-Unit ist auch hier ein wenig spezieller als bei normalen MP5-Modellen. Was möchte ich jetzt dazu sagen? Es sei dazu gesagt, wir bräuchten jetzt hier natürlich keine 6,03. Andere Durchmesser, Innendurchmesser würden auch ausreichen, weil wir ausreichend Luftvolumen zur Verfügung haben. Dementsprechend sei jetzt mal dahingestellt, ist jetzt drinne, ist auch so vollkommen okay. Was ich aber ansprechen möchte, ist, erwartet jetzt hier keine kein Präzisionsmonster. Ihr werdet jetzt hier nicht wie zum Beispiel mit einer Langwaffe, mit einem Innenlauf von, weiß ich nicht, 300 mm, 350 mm mithalten können, was die konstante Flugbahn angeht. Dadurch, dass wir hier einen relativ kurzen Lauf haben, somit entsprechend auch einen relativ kurzen Führungsweg der BB selbst, wird es hier dazu kommen, dass die Kugel entsprechend keine so saubere Flugbahn hinlegt, wie jetzt mit einem entsprechenden AR-15 mit einer AK, G36 etc. pp. Schusstest folgt natürlich noch an der Stelle. Ja, Hop-Up-Unit selbst. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Mal so die Frage gelesen bei uns im Discord, wie das mit der Einstellung aussieht, was einmal die Verstellmöglichkeit angeht. Und da kann man sagen, dass einmal hier dieser Arm recht straff schon einmal drauf sitzt. Das heißt, das verstellt sich hier nicht ohne weiteres, sondern das sitzt wirklich sehr, sehr straff drauf. Und ich kann ja entsprechend einmal das Hop-Up einstellen. Natürlich hier optisch gesehen ähnelt es doch stark einer AK-Hop-Up-Unit einmal hier mit diesem Schieber oder natürlich auch der Standard-MP5-Hop-Up-Unit. Aber hier funktioniert die Hop-Up-Einstellung einmal vorne über den Handschutz, also über die Abnahme des Handschutzes und über diesen Hebel. Und da können wir uns auch gleich mal angucken. Standard-halbrunde Patchfläche an der Stelle. Zerlegt das natürlich gleich noch einmal, aber hier sehen wir dann einmal, dass wir hier jetzt kein spezielles Hop-Up-Gummi drin haben. Die ist aus Kunststoff gefertigt, ist aber recht, ja, was heißt recht wertig, ist jetzt kein, ich sag mal, ultra billiger Kunststoff. Der ist schon so ein bisschen stabiler, gucken wir uns jetzt aber alles einmal an, würde ich sagen. Dann liegt einmal die zerlegte Unit mit Innenlauf vor uns und wir gucken uns den mal ganz kurz im Überblick an. Unit hatte ich schon gezeigt, C-Clip, der Verstellarm, die zwei Schrauben, Standard-Messing-Zentrierung. Und jetzt einmal zum Hop-Up-Gummi.
Pop-up-Gummi, Standard halbrunde Patchfläche kann man hier auch ganz gut erkennen und von der Härte her 60 oder sogar 65. Also ich finde es relativ hart und da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Für 0,25er bzw. mit der Energie, mit der wir die hier spielen, die MP5K und auch die, also die PDW und auch natürlich die K, ist es zu hart. Jetzt gibt es halt zwei Optionen, die man machen kann. Entweder man spielt recht ja, schwere BBs, selbst dafür ist es dann aber auch schon grenzwertig aufgrund der Energie. Und ja, dementsprechend würde ich eher dazu tendieren, das Hip-Hop-Gummi auszutauschen und hier ein deutlich weicheres reinzubauen. Also wenn ihr mit der Energie spielt, ein 50er oder ja, ein 60er, wobei ich jetzt hier nicht weiß, ob das ein 60er ist. Also ich würde eher ein 50er hier einbauen, weil wir ja doch mit recht in eher leichten BBs im Vergleich spielen. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, da würde ich euch dringend empfehlen, einmal die Hop-Up-Unit bzw. ja, zu demontieren und dann auch den Innenlauf. Schaut euch das mal an. Und ich glaube, man kann hier mit Recht sagen, das Ding ist versifft. Aber sowas von, guckt euch das mal an. Da seht ihr wirklich diese ja, Ablagerungen von Fett innen drin und das ist eigentlich so ein Bild, es überrascht mich jetzt eigentlich nicht, weil das kenne ich so von Jingong, aber seht euch das mal an. Also hier komplett einmal voll gesifft das ganze Ding und da würde ich euch dringendst empfehlen, tauscht hier, sage ich schon, reinigt den Innenlauf. Also das ist wirklich, ja, habe ich selten so verdreckt Jetzt kommen wir gesehen. mal zu einem ganz wichtigen Punkt und zwar der Feuerwehrhebemechanik und der Selector Plate. Und da gibt es einen Unterschied zwischen der, ja, zwischen dem Modell und zwischen denen der TM und auch den Nachbauten, also zum Beispiel eine Galaxy. Zum einen funktioniert hier der Feuerwehrhebel über ein Zahnradsystem. Ihr habt ja einmal dieses Zahnrad, wie wir es zum Beispiel auch von den ganzen M4-Modellen kennen. Und hier oben haben wir dann entsprechend das Gegenstück dazu. Heißt, wir haben jetzt hier nicht diese Aussparung, wie man es kennt von MP5-Modellen, mit der entsprechenden Flosse hier dran, sondern einmal über ein Zahnradsystem. Darüber funktioniert die Einstellung recht gut. Jetzt gibt es aber ein kleines, naja, nicht Problem. Dieses Klicken bzw. diese Einrastpositionen, die werden einmal darüber realisiert, dass wir hier oben dieses kleine Plastikstück haben und jeweils, wo habe ich jetzt einmal einen Schraubendreher? Und jeweils einmal oben ein Pin rausguckt und unten. Und dieses Stück ist letztlich dafür zuständig, dass die Selector Plate, dass es einklickt. Jetzt ist das Problem, und zwar beim Zerlegen, ist mir einmal hier dieses Ding rausgeflogen. Und jetzt könnt ihr hier einmal sehen, dass wir hier diesen Pin zwar haben, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist der quasi nur reingesteckt und ja, gefedert. Bedeutet im Umkehrschluss, jetzt habe ich ein kleines Problem und zwar, ich werde nachher nochmal auf dem Boden rumkriechen und suchen. Aber jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass eine Position dann nicht mehr einklickt und nicht mehr gefedert ist. Muss ich jetzt nochmal gucken, also dem Feuerwehrhebel nach zu urteilen, das wäre ja safe. Und das wäre entsprechend dann einmal unser Semischussmodus. Würde bedeuten, wir gucken uns das einmal an. Wenn wir jetzt mal so sind, okay, das wäre jetzt quasi dann, also hier wäre gesichert. Und dann, ups, lasst mich mal ganz kurz das hier wieder reinbauen. So, das wäre jetzt quasi gesichert. Ah, ich habe anscheinend Glück und habe jetzt quasi der Pin, der eigentlich für den Semi-Modus, oder der es einrasten lässt im Semi, der ist jetzt noch vorhanden. Werde ich nachher nochmal gucken, ob das dann auch so ist. Aber seid halt darauf bedacht, dass hier einmal oberhalb eine kleine Feder mit einem Pin drinne sitzt, die dann hier oben einmal in die entsprechenden Positionen reinläuft. Ja, auch dieses Video neigt sich dem Ende entgegen und wir kommen jetzt einmal zu meinem ganz persönlichen Fazit zur Jingong Mod 5K PDW. Zunächst einmal zu den Pro-Punkten. Was finde ich gut? Die Verarbeitungsqualität ist hier gelungen. Das heißt, wir haben hier keine Spaltmaße, nichts wackelt großartig aufeinander. Es sitzt alles fest, so wie es sein soll. Klar, wir haben jetzt den Stock, der hinten so ein bisschen wackelt, aber dem kann man ganz einfach Abhilfe schaffen. Frontgriff sitzt sauber dran, Magazine arretieren gut und das gibt an der Stelle einfach mal einen Pluspunkt. Also die Verarbeitungsqualität stimmt an der Stelle. Zweiter Pluspunkt haben wir dann einmal das sehr einfach zu erreichende Federschnellwechselsystem hinten einfach über den Stock. Das heißt einfach diese zwei Pins lösen und dann kommen wir ganz unkompliziert hinten einmal an den Springheads und Feder dran. Und der weitere Pluspunkt einmal die Internals. Das heißt, wir haben auch hier wieder solide Internals mit dem Bugatti Chor drin. Wir haben einmal den Mamba 30K Motor drin und natürlich auch die weiteren anderen Sachen wie jetzt einmal den Pistonhead, den Zylinderhead, Nozzle etc. pp. Also dafür einmal einen Pluspunkt. Den 6,03 mm Innenlauf, den lassen wir jetzt mal außen vor. Bei dem Modell noch mehr drauf.
wie bei allen anderen Modellen. Ihr wisst, was ich von Tuningläufen halte. Ja, das dann einmal zu den Pro-Punkten. Neutralpunkte, und das sind relativ viele an der Stelle. Zum ersten Neutralpunkt, und zwar Materialwahl. Und da spielt ein weiterer Punkt mit rein, Preis-Leistungs-Verhältnis. Also Material-Preis-Leistungs-Verhältnis wird jetzt hier oben einmal eingeblendet. Materialwahl, gerade im Vergleich jetzt mit der Aug, finde ich es ein bisschen problematisch, weil wir jetzt hier sehen, für 220 Euro bekomme ich eine Aug mit Nylon-Kunststoffschaft. Hier bekomme ich die ganzen Kunststoffelemente immer noch aus ABS. Das finde ich einfach ein bisschen schade und ja, verstehe ich halt nicht so ganz, warum man nicht hier auch gesagt hat, ey, zumindest jetzt hier einmal den Frontgriff und dann auch hier einmal den PDW-Stock, warum macht man den nicht einfach aus Nylon-Kunststoff? Das wäre deutlich schöner gewesen. Und Preis-Leistung deshalb spielt jetzt auch mit im Vergleich zum AUG-Modell zum Beispiel mit rein, aber auch im Vergleich zu den anderen zu den MP5-Modellen, die man zum Beispiel von CIMA bekommt. Ich rede jetzt explizit von der SD6 oder auch von der FS, die ich ja auch hier habe. Ich weiß, das sind keine MP5K-Modelle, aber da muss man einfach sagen, dort bekomme ich halt preis-leistungstechnisch gesehen. Klar, ich bekomme den Mamma 30K-Motor nicht mit rein, aber ich habe halt entsprechend auch ein bisschen besseres Material, was Kunststoff angeht. Aber auch hier so Sachen wie Lieferumfang, dass wir hier jetzt nur ein Magazin mit dabei haben, spielt da mit rein. Also da bekomme ich zwei Magazine. Hier vorne der Mündungsfeuerdämpfer, der ist hier aus billigem ABS-Kunststoff. Der ist dann bei den anderen Modellen halt aus Alu gefertigt. Und das sind halt alles so kleine Teile, die sich summieren. Ich weiß, dieses Modell ist 20 Euro günstiger als das günstigste CIMA-Modell. Trotzdem, preis-leistungstechnisch gesehen, finde ich es im Vergleich zu AUG und zu den anderen MP5-Modellen. Ja, man kann es, also die Internals sind ja wie gesagt gut und das Gesamtpaket stimmt auch, aber es ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Mich regt das nicht so richtig. Also mich regt es nicht auf, aber ich finde es halt ein bisschen unverständlich, warum man jetzt neue Modelle bringt und dann die AUG Nylon-Kunststoff, ne? Und dann sagt man wieder, ey, hier normaler ABS-Kunststoff. Sei es drum. Und zum dritten Neutralpunkt ist das einmal die Demontage. Und die Demontage nicht deshalb, weil ich sie jetzt so unendlich kompliziert finde, das möchte ich noch nicht mal sagen. Aber sie ist halt dafür, dass ich an bestimmte Teile nur dann rankomme, wenn ich jetzt komplett die Waffe zerpflücke, doch ein bisschen blöd. Das heißt, eigentlich kann man das gar nicht mit Demontage sagen, sondern Konstruktion vielmehr. Weil ihr kommt halt hier, um jetzt zum Beispiel mal den Lauf zu reinigen und habt ihr gesehen, wie dreckig der ist. Kommt ihr nur ran, wenn ihr das gesamte Gerät einmal zerpflückt oder auch das Hobbaugummi mal tauscht. Und das finde ich halt ein bisschen blöd. Und da verstehe ich es auch nicht so ganz, warum man jetzt hier die Jingongs genommen hat, die MP5-Modelle. Weil bei den MP5K-Modellen von CIMA habt ihr das gleiche System oder ein ähnliches System wie jetzt bei den langen MP5-Modellen. Da kommt ihr wunderbar einmal an die Hop-Up-Unit ran und hier ist es jetzt halt alles ein bisschen kompliziert verschachtelt, sodass es dafür einmal den Neutralpunkt gibt, also Demontage bzw. Konstruktion in Bezug auf Austausch von ja, Verschleißteilen, nennt das jetzt einmal Hop-Up-Unit und Lauf. Okay, dann kommen wir zu den Kontrapunkten und da habe ich jetzt eigentlich nur einen und zwar einmal das Klangbild. Und das Klangbild finde ich wirklich ultra schlecht. Die Waffe, die kreischt. Bevel Gear Pinion Gear ist jetzt meine Einschätzung und hat halt auch einen sehr blechernen oder metallenen Klang. Warum, wieso, weshalb, habe ich euch auch gesagt, kann damit zusammenhängen, weil dieses Sorbo-Pad vorne auf dem Zylinder hat drauf, das hätte man auch ablassen können, auf gut Deutsch gesagt, das wäre egal gewesen. Also, das ist halt zu dünn und dann auch noch viel zu weich und dementsprechend knallt der Piston wahrscheinlich hier mit voller Stärke vorne einmal auf den Zylinder hat drauf und bedenkt, das ist jetzt hier wahrscheinlich nur eine M100 oder M110 Feder. Wenn ihr jetzt hier eine 130er reinknallt, dann wird der Piston noch stärker nach vorne beschleunigt. Das heißt, das kann sich auch noch mal ein bisschen verschlimmern an der Stelle. Also Klangbild ist hier heute ein Kontrapunkt. Ja, das war's denn hier mit diesem Review. Ja, jetzt würde mich doch mal interessieren, was ihr von dem Modell haltet. Also ich finde MP5K sehr, sehr schick, ist ein sehr schönes Modell. Und ich werde es auch bei mir hier in der Sammlung behalten. Trotz der ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, ja, müsst ihr halt alles immer gucken, wie es für euch natürlich oder wie ausschlaggebend diese Punkte für euch sind. Deswegen ist es ja auch ein persönliches Fazit und kein allgemein gesetzlich verankertes Fazit. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn Fragen da sind. Das Modell bleibt auf jeden Fall hier. Also ja, Erfahrungswerte werden sicherlich da noch dazukommen. Bedanke mich dann an der Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.